Alright Leute, in diesem Video geht es um das Sit-on-Top von Seaflow, ein echtes Einsteiger-Kajak, also bleibt dran. Ja, wie bereits im Intro erwähnt, haben wir hier das Seaflow SF1003. Das ist die sogenannte Sit-on-Top-Variante. Warum erwähne ich das so explizit? Weil ihr könnt genau dieses Kajak auch als geschlossene Variante bekommen, also mit einer ähnlichen Länge und einem ähnlichen Gewicht. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Bei meiner Recherche zu günstigen Einsteiger-Kajaks bin ich auf die Marke Seaflow gestoßen. Seaflow vertreibt unter anderem Campingzubehör, Bootspumpen und eben auch Kajaks. Die Sit-on-Top-Variante war für mich deswegen interessant, weil sie bestimmte Vorteile bietet, gerade für den Einsteiger. So kann man zum Beispiel viel leichter ein- und aussteigen in das Boot, weil man nicht erst in die Luke klettern muss. Es ist sowohl gut, wenn man keinen Steg hat, im Flachwasser einsteigen will, oder es ist auch viel sicherer, wenn man mal auf dem Wasser kentern sollte. Diese Sit-on-Top-Boote gelten aufgrund ihrer Bauart nämlich als unsinkbar, weil man hat hier eine Hohlkammer, die quasi immer geschlossen bleibt. Bei einem offenen Kajak bzw. bei einem geschlossenen Kajak, wo der Innenraum ziemlich groß ist, kann der sehr viel vor Wasser laufen und da muss man erstmal das Wasser rausbekommen und auch wieder ins Boot klettern können. Die Sit-on-Top-Boote sind auch noch schwimmfähig, wenn sich hier und dort das Wasser gesammelt hat, weil halt diese Hohlkammer hier noch vorhanden ist. Außerdem kommt man auch viel leichter wieder ans Boot und kann sich dann zur Not erstmal wieder ans Ufer retten, wo man das Boot dann entleeren kann. Da ich außerdem sehr groß bin und gern Bewegungsfreiheit um mich herum habe, habe ich das auch als Vorteil von so einem Sit-on-Top-Kajak gesehen. Außerdem kann man sogar auch mal die Füße hier aus dem Wasser hängen, wenn man Pause macht auf dem Wasser. Das wird in der geschlossenen Variante doch etwas schwieriger. Okay, kommen wir zu den Details von dem Boot. Wir haben hier hinten erstmal die große Gepäckablage, da passt locker ein 20 Liter Seesack rein. Das ist alles hier mit diesen Gummistraps befestigt und diesem gebrandeten Netz. Da kann man super was drunter packen. Wir haben hier unten noch einen Wasserablauf, falls sich da mal Wasser gesammelt haben sollte, kann man das, ohne dass man das Boot umdrehen muss, über diesen Abfluss ablaufen lassen. Weiter hinten haben wir dann noch einen Zugang zu dem Hohlraum von dem Kajak, also zu diesem doppelwandigen Hohlraum, der in der Regel immer dicht und verschlossen ist. Man hat doch trotzdem die Möglichkeit, es hier zu öffnen und, falls da mal Wasser drin sein sollte, das rauszulassen. Dann haben wir da hinten noch das Kielschwert oder wie auch immer man es nennt, was zuläufig ist. Man hat hinten noch Griffmulden dran, dass, wenn man das zu zweit tragen möchte, kann man da super gut anfassen. Einer vorne, einer hinten. Und wir haben unten ein kleines Rad, was aber mehr oder weniger aus meiner Sicht nutzlos ist, außer es vielleicht auf einer kleinen Fläche mal umzulegen, das Boot. Aber dadurch, dass es nur ein Rad ist, kippelt das Boot halt ständig, wenn man es nur vorne zieht. Und das Rad ist auch zu klein, um damit auf irgendeine Art von Untergrund zu fahren. Da muss man auf jeden Fall nochmal nachbessern. Ich werde mal gucken, ob ich mir da noch irgendwas baue, dass ich da hinten größere Räder dran habe, dass ich das Boot auch alleine zum Wasser bekomme. Weiter vorne haben wir dann den Klappsitz bzw. die Klapprückenlehne, die man auch vom Winkel einstellen kann, halt über den Gurt hier. Wir haben nochmal einen weiteren Abfluss. Wir haben hier ein kleines Fach mit einem großen Deckel. Das ist nicht wasserdicht, steht auch drinne, aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man da kleine Sachen reinpackt, die man nicht verlieren möchte. Hier haben wir dann noch eine Aufnahme, das war auch dabei beim Kajak. Für die Angler unter euch, hier kann man auch noch eine Angelhalterung reinpacken. Vielleicht ganz praktisch. Wir haben hier vorne dann noch eine kleine Mulde, wo eine Trinkflasche reinpasst, an die man dann auch immer super gut rankommt, wenn man am Paddeln ist. Und wir haben halt hier die, ja, selbsterklärenden Fußstützen. Weiter vorne haben wir dann noch ein kleines Gepäckfach, an das man, naja, wenn man gelenkig ist, vielleicht noch während der Fahrt rankommt. Und ganz vorne dann halt diesen Tragegriff an der Schnur. Und last but not least natürlich das Paddel, was zweiteilig ist und was man sowohl gerade einstellen kann, als auch in beide Richtungen versetzt. Ja, wie war jetzt meine Erfahrung mit dem Kajak? Also ich bin jetzt damit schon mehrere Tagestouren gefahren. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass meine Erwartungen übertroffen wurden. Dass der Rumpf so schmal ist, macht super Spaß beim Paddeln, weil man halt wirklich relativ direkt und nah am Körper vorbeiziehen kann, was ich als sehr angenehm empfinde. Durch die vorgefertigten Mulden kann man auch mal zwischendurch seine Fußposition ändern, was ich sehr angenehm finde. Ich habe auch schon teilweise im Schneidersitz hier drin gesessen, was halt auch geht, weil man die Beine ja hier rausragen lassen kann. Also super gut, es macht Spaß zu paddeln, es ist klein, es ist wendig, es ist leicht zu bewegen, weil es nicht so schwer ist. Ja, wenn es euch
interessiert, was ich sonst noch damit mache oder auch mal ein Tourvideo sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Es kommt auch noch ein Follow-up-Video zu meinen Seesäcken, die ich gekauft habe und zu einem Bootswagen, den ich mir bauen werde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.